Ja, lasst mich meine Bücher lesen. So. Okay. Jetzt verkaufe ich. Lederwaren. Lederwaren. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Natürlich. Komm, verkaufen. Da. Was, bei dir kann ich nichts verkaufen? Ah. Okay. Dann eben nicht. Ich habe doch hier noch irgendwo eine von meinen Truhen rumliegen, wo ich dann mein Zeug reintun kann. Ach, da bist du doch. Schreitet wohl! Alles, was das Herz begehrt, seht selbst! Es hört sich immer so an, als wenn er so ein bisschen lispeln würde. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Nein. Ach, den habe ich gerade komplett ausgekauft. Okay. Dann, Gesellenbuch. Ah, Gesellenbuch, leichte Rüstung. Verdammt, wie viel kann ich davon eigentlich kaufen? Leichte Rüstung. 44. Also ich kann noch 6 davon kaufen. Alles, was das Herz begehrt, seht selbst. Gesellenbuch, leichte Rüstung. 4 Stück, bitte. Nein, 4 Stück. So, gut. Dann würde ich gerne weiterverkaufen. Und zwar Ring der Täuschung. Magie. Lichtmagie benutze ich nicht. Silberring verkaufen. Und doppelte Chance zu einem Zwei bei einem weiteren Angriff zerschmettert zu werden. Okay. Magie, Regeneration. Okay. Was kann ich denn hier noch verkaufen? Nichts mehr. Okay. Was hast du denn noch Schönes an erhabenen Gewand? Okay. Ne. Magieerfüllte Robe. Ne, ne. So, was haben wir denn noch? Gesellenbuch Psionik. Torik, Schleichen. Leichte Rüstung brauche ich ja jetzt nicht mehr. Nee, ich brauche Entropie. Mist. Kommt wieder. Oder? Ich brauche keine Psionik, ich brauche Entropie und Kommt Elementarismus. wieder. Ja. So, dann gehe ich einmal in den Malfas zum Gruß. Tanzenden Nomaden. Geht, bevor ich die Wachen hole. Geht, bevor ich die Wachen hole. Die ist sauer auf uns. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wieso.
Knack, knack, knack. Ich kann ja noch ein paar von meinen Erinnerungen benutzen. Stimmt, und ich muss noch unbedingt mein Arkanistenfieber senken. Denn das ist ziemlich hoch. Dafür kann ich Ambrosia verwenden. Habe ich noch Ambrosia? Objekte? Ambrosia, ja. Geil. Arkanistenfieber hat sich gebessert. Tür rechts. Prophetin, seid ihr da drin? Es geht. Kirash, was? Wieso? Was habt ihr getan? Hütet eure Zunge, Shiri. Seid froh, dass das Blut bereits trocken ist. Sonst wärt ihr jetzt nichts als ein Haufen Asche. Verzeiht mir, ich kann das einfach nur nicht fassen. Alle, aber doch nicht Lishari. Ja, ich weiß, Neya. Aber sie war eine gute Frau. Wir wissen beide, dass wir hiermit nichts zu tun haben. Aber erzählt mir bitte, was ihr und Lishari hier wolltet. Seid ihr euch nah? Ich wusste nicht, dass Lishari auch an Frauen interessiert ist. Nein. Sondern? Was? Dann muss dieser Bastard davon Wind bekommen haben. Oh, Kirash. Lishari. Warum diese Geheimniskrämerei? Das hätte nicht passieren dürfen. Erst Konstantin und jetzt auch noch sie. Vielleicht hat der Mörder einen Hinweis hinterlassen. Wir müssen suchen. Was ist das? Lasst mich mal sehen. Ja, das könnte unser Hinweis sein. Glimmerstaub? Nein, mit Sicherheit nicht. Aber wenn ich es mir recht überlege, hilft uns das nicht wirklich weiter. Ich will gar nicht wissen, wie viele kappenstaubsüchtige Schnösel es hier in Ark gibt. Oh, beim Namen der Sonne. Ich werde dem Orden Bescheid geben. Doch, tut das. Kommt, sobald ihr fertig seid, einfach zum Tempel zurück, in Ordnung? Der Erzmagister hat herausgefunden, was dem Leuchtfeuer noch fehlt. Auch wenn uns das einen hohen Preis gekostet hat. Feine Armbinden. Schrank, ein Korb. Der Schrank ist leer. Boah. Jetzt eine gute Pfeife. Was ist das denn für ein Schwert? Die glänzt irgendwie so komisch. Heute
Ist eine gute Frage, was hier los ist. Ack, Fremdenviertel. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Juhu, Skype funktioniert nicht mehr. Ah, ich hasse es. Gut, bis gleich. Gut, wir sagen jetzt hier eure mal... Eure Gabe. Verstehe. Aber wer hat sie dann getötet? Das ergibt einfach keinen Sinn. Das hätte nicht passieren dürfen. Erst Konstantin und jetzt auch noch sie. Vielleicht hat der Mörder einen Hinweis hinterlassen. Wir müssen suchen. Ja, zack. Aber gibt es hier noch was anderes? Nee. Gut. Was ist das? Lasst mich mal sehen. Ja. Nein, aber wenn ich jetzt... Oh, meine Sonne. Ich werde dem Orden Bescheid geben. Doch. Auch wenn uns das ein... Gut. Jetzt sind wir fertig hier. Warte mal, was stand da? Ihr fühlt... Achso, sie ist bereits tot. Okay. Gut, jetzt. Lass es nicht abstürzen. Na? Komm schon. Gut. Rena Shalam, Prophetin. Seid gegrüßt. Wo wollte ich gerade denn nochmal hin? Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. So, ich wollte das zu... Brot! Kostet jetzt unser unvergleichlich duftendes, frisches Brot! Brot! Nee, ich möchte zu so einem... Ihr da! Warum schaut ihr mich so dämlich an? Ja, wir können einmal kurz... Ach, guck mal einer an. Arbeiter. Arbeiter. Hier noch was kaufen? Fremdländer. Ne. Okay, dann. Schraubehut und Fusch AG. Was ist denn hier drinne? Tivon Sommerfeld, meines Pfades Buchhalter der Schraubehut und Fusch AG. Auch wenn ich bezweifle, dass wir beide viel zu besprechen haben. Das wisst ihr nicht. Wie erkläre ich das denn am besten? Wir sind ein Zusammenschluss von Denkern. Scharfsinnige Denker sternlingscher Abstammung, wenn man das so sagen darf. Und die Schraube, Hut und Pfusch AG ist unsere Gilde. Ah ja, und wir produzieren in erster Linie Tüfteleien und Metallgüter. Unter anderem für den Heiligen Orden selbst. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr die Mittel hättet, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. So viel zu tun. Arbeit? Nein. Wobei, vielleicht doch. Ihr kommt viel rum, richtig? Ihr seht jedenfalls so aus. Na gut, das könnte klappen. Es gibt da etwas, wo jemand mit euren Talenten tatsächlich hilfreich sein könnte. Einen Auftrag, den wir kürzlich erhalten haben. Einer unserer Kunden hat für Nachbauten diverser pyräischer Artefakte angefragt. Ein exquisiter Wunsch, aber natürlich keiner, dem wir nicht nachkommen könnten.
Der Haken bislang ist jedoch, dass wir natürlich Originale benötigen, nach denen wir arbeiten können. Wenn ihr uns diese Originale bringt, und zwar unbeschadet, dann werdet ihr das nicht bereuen. Hier, ich zeichne euch ein paar Ruinen in eurer Karte ein, die es zu durchforsten lohnen könnte. Gut, kommt wieder, wenn ihr was habt. Ah, schön. Aber kaufen kann man hier nichts. Schade.